Leider blieb uns nur sehr wenig Zeit, mit Hans West gemeinsam die Ausstellung zu gestalten. Wir hatten einige Diskussionen und konnten ihm auch noch anhand des Modells das erste Konzept zeigen. Und er hat im Modell die Arbeiten noch so lange hin und her gemacht, bis es für ihn die perfekte Ausstellung war. Dennoch war es bei Eva Badura und mich eine große Herausforderung, diese Ausstellung zu installieren ohne Franz West, denn es war ganz typisch für ihn, dass er die Arbeiten bis zur letzten Minute hin und her geschoben hat, dass er die Ausstellung immer wieder verändert hat und so wie sein gesamtes Werk, so waren auch seine Ausstellungen immer ein Work in Progress, die sich bis zur letzten Minute ändern konnten. Wir stellten uns natürlich immer wieder die Frage, wie würde es Franz machen? Und unser Anliegen war es auch, die Ausstellung im Sinne von Franz West zu machen. Aber dennoch sind wir uns sicher, dass die Ausstellung ganz anders geworden wäre, wenn Franz West bis zum Schluss dabei gewesen wäre. Denn wie er auch immer wieder sagte, und da zitierte er Ludwig Wittgenstein, alles, was wir sehen, könnte auch anders sein. Er hat uns auch ein Vermächtnis hinterlassen, und zwar der Titel, den er kurz vor seinem Tode für die Ausstellung gefunden hat, Wo ist mein Achter? Ein Titel, der auch ganz eng im Zusammenhang mit einer Kombiarbeit steht, und zwar einer Gouache, die eine Frau zeigt nach einer Abmagerungskur, die eine viel zu weite Hose zeigt und der Titel der Arbeit, also die Gewicht verloren hat, also Lost Weight. Er hat aber das W ausgelassen und hat die Gouache Lost Eight genannt, um dann kurz vor seinem Tod auf die Frage zu kommen, wo ist mein Achter? Und mit dieser Frage lässt er Sie, meine Damen und Herren, zurück. Und es liegt an jedem Einzelnen, diese Frage für sich zu beantworten. Franz West ist ja ein internationaler Künstler. Er ist wahrscheinlich der international derzeit bekannteste und meist diskutierte österreichische Künstler. Er hat sich aber Wien mit dem Lebensmittelpunkt immer in ganz besonderer Weise verbunden gefühlt, seiner Geistesgeschichte, der Kultur dieser Stadt. Er ist ein partizipativer, ein dialogisierender Künstler, dessen wesentlichste Aussage eben darin besteht, dass er als Künstler keine Behauptungen aufstellen will, kein Kunstwerk hinstellen will, das er sozusagen nur betrachtend oder nur reflektierend zu erfahren gibt, sondern es ist ihm ganz, ganz wichtig, in Dialog mit seinen Rezipienten zu treten, einen Dialog mit seinen Werken anzuleiern. Jedes Werk ist eigentlich ein Auslöser für einen Dialog und für einen Dialog über sehr, sehr essentielle Fragen, mit denen er sich sehr intensiv selbst beschäftigt hat. Wie erfahre ich diese Welt? Was kann ich über sie aussagen? Die Sprache, die Sprachfrage ist für ihn sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch die Frage nach der Kunst. Welche Rolle spielt die Kunst bei all dem und was ist Kunst eigentlich? Es ist letztlich ein sehr, sehr reflektierter, konzeptueller Ansatz, den Franz West vorlegt. Aber, und das ist eben das Besondere an seiner Arbeit, es wird abgehandelt anhand von skulpturalen Artefakten von hoher, hoher ästhetischer Qualität und er selbst hat sich immer als Bildhauer verstanden, hat immer darauf Wert gelegt, ein Bildhauer zu sein und ich glaube, diese Verbindung von einem sehr konzeptuellen Ansatz mit einem faszinierenden bildhauerischen Werk, das ist schon seine sehr spezielle persönliche Position. Der Dialog mit dem Schaffen von Franz West kann, wie Sie wissen, auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Im Falle der Passstücke läuft es auch auf einer körperlichen Ebene. Sie können diese Werke angreifen, Sie können mit ihnen auch auf einer physischen Ebene in Dialog treten. Seine Möbel sind letztlich eine Erweiterung der Passstücke, sind sozusagen nicht mehr so leicht transportable Passstücke, die sie ebenfalls, denen sich der Körper, daher kommt ja der Ausdruck, Passstücke anzupassen hat, oder der, ja, in beide Richtungen sozusagen, der Körper an die Passstücke und die Passstücke an den Körper.
Es gibt dann noch die Merkgruppe eben der Skulpturen, der legitimen Skulpturen, wie er sie genannt hat, wo dieser Dialog nicht mehr primär auf einer physischen Ebene stattfindet, wo Franz West aber Texte liefert, Texte, die eben sozusagen wieder Anknüpfungspunkte für so einen Dialog sind und diese Skulpturen können, die Sie unten sehen, auch sehr, sehr groß werden. Sie können Zwitter werden zwischen Skulptur und Sitzmöbel und diese Ambivalenz, diese Mehrdeutigkeit einer Aussage, das ist auch etwas, was für ihn sehr, sehr wichtig war. Und so gibt es eben jetzt nicht nur diesen Dialog zwischen seiner Schöpfung und dem Rezipienten, sondern Franz West hat eben in den Kombiwerken die verschiedensten Werke selbst schon untereinander in Dialog gesetzt. Das ist ein weiterer Schritt sozusagen, dem Einzelwerk der Behauptung eines Künstlers, das eben zu relativieren und zu sagen, es ist immer ein Konzert verschiedenster Stimmen und vor allem der Kontext, der jeweilige Kontext einer Arbeit, verändert auch ihre Bedeutung immer wieder. Alles könnte auch anders sein. Carola Kraus hat diesen Wittgenstein-Satz, den auch Franz West zitiert hat, ja schon erwähnt. Und das Spannende ist eben, dass diese Kombinationen, die wir zeigen, die hat Franz West auch immer wieder selbst rekombiniert. Also die Stücke haben immer wieder andere Zusammenstellungen gefunden. Das war für mich auch in der Vorbereitung sehr spannend. Ich habe viele Werke sehr gut gekannt, wie wir die Kiste geöffnet haben, war wieder eine andere Kombination drinnen. Oder die Kollegin aus der Generali Foundation hat mir gesagt, okay, er hat ja einen Zettel hinterlassen, wo die Arbeit auch ganz anders hängen könnte. Das war sehr, sehr spannend, dieses Rekombinieren. Eines der Hauptwerke der vielfachen Rekombination besitzt hier glücklicherweise das MUMOK, nämlich die Arbeit Redundanz. Und wir konnten einen wichtigen Teil dieser Arbeit, der zwischendurch verkauft war, unter anderem dadurch bekommen, dass Franz West selbst uns diese Arbeit geschenkt hat, was ich noch einmal sagen möchte und wo ich noch einmal meine ganz, ganz große Freude ausdrücken möchte. Und diese Frage, die man mir ständig gestellt hat in der letzten Zeit, was wäre anders gewesen, hätte Franz West noch gelebt? Er hätte natürlich wieder mit uns einen Dialog begonnen, er wäre mit seinem eigenen Werk, mit dem Ort, mit dem Kontext wieder in Dialog gekommen. Und natürlich wäre alles anders gewesen, aber sein Vermächtnis ist eben die Fähigkeit, mit seinen Werken alleine weiter zu dialogisieren, die ist gegeben und ich glaube, die funktioniert auch wunderbar.